Hallihallo, herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ich bin hier noch in Bad Homburg, ja, in der Praxis von der Dr. Petra Bracht und da ist der Roland Liebscher, heißt Bracht, ja schon, ihr habt einen Doppelnamen, ja. Und ich habe mich heute hier auf meine, ja, mit meinen Nackenschmerzen, mit meinen Nackenverspannungen behandeln lassen. Ich hatte ja jahrelang ganz schlimme Kopfschmerzen, die ich mit veganer Ernährung sehr eindämmen konnte, dass ich fast nichts mehr hatte, aber die Grundursache war ja noch da. Und ich bin gerade behandelt worden, muss sagen, es war etwas gruselig, weil so hat mich noch keiner behandelt. Und die Alexandra hat mir das ein bisschen gefilmt, das blende ich jetzt gleich auch ein bisschen ein. Aber was hast du denn, ich frage dich einfach, was hast du denn gerade mit mir gemacht? Ich fühle mich jetzt irgendwie viel befreiter so am Hals und am Nacken. Also ich habe letztendlich Verspannungen, die 10, 20 Jahre lang sich in dir aufsummiert hatten, durch Löschen im Gehirn entfernt. Da hast du denn auf den Löschknopf gedrückt, da waren die weg oder was hast du genau gemacht? Gut gesagt. Also wir haben ja diese Schmerztherapie seit 30 Jahren entwickelt, ja. Und es gibt am ganzen Körper ca. 72 Löschknöpfe. Wir bleiben aber bei diesem Bild. Ja. Und auf diesen Löschknöpfen haben wir die Möglichkeit, über die Knochenhaut direkt ins Gehirn einzuwirken, weil im Gehirn sitzt die Ursache der allermeisten Schmerzen, unter denen die Menschen heute leiden. Okay, also im Gehirn, ja. Im Gehirn sitzt das. Soll ich es ein bisschen genauer erklären? Ja, versuch mal. Es sind ja ein paar Leute auch dabei, okay. Die sich vielleicht ein bisschen auskennen. Wenn ich was nicht verstehe, frage ich einfach. Also, diese Schmerzen, unter denen wir heute am meisten leiden, die haben was zu tun mit Bewegungsansteuerungen, die nicht mehr so sind, wie sie eigentlich genetisch gedacht waren. Mhm. Ja? Das kommt vom Sitzen, das kommt von einseitigen Tätigkeiten und so weiter. Und im Gehirn, in den Basalganglien, so nennt sich dieser Gehirnbereich, werden Bewegungsprogramme geschrieben, wie im Computer. Der Vorteil gegenüber dem Computer ist, dass diese Bewegungsprogramme täglich optimiert werden. Mhm. Oder auch täglich schlechter werden, je nachdem, wie wir uns bewegen. Ich bewege mich jetzt, also ich habe mich die letzten 5 Tage fast gar nicht bewegt. Ich habe ja so einen Schrittzähler hier, versuche ja immer auf 10.000 Schritte zu kommen. Die letzten Tage war ich bei 4.000 oder sowas und habe die ganze, wirklich 12, 14 Stunden mit dem Computer unsere neue Homepage gemacht und jetzt fing es wieder an, dass ich irgendwie wirklich gemerkt habe, die Kopfschmerzen kommen. Und jetzt müssen wir gleich ein Missverständnis aufklären. Ja. Wenn ich sage bewegen, meine ich das ein bisschen anders. Ja. Ganz einfach erklärt. Jeder Körper hat 100% Möglichkeiten, sich zu bewegen. Über alle Gelenkwinkel hinweg, auch dein Kopf, wie der sich bewegen kann. Rotieren, nach hinten, nach vorne und so weiter und so fort. Und die meisten Menschen heute benutzen diese Bewegungsmöglichkeiten zu maximal 5-10%. 5-10%. Das heißt 90-95% nicht. Mhm. Und als Folge werden diese Programme im Gehirn anders geschrieben, als es genetisch gedacht war. Und das äußert sich in Anspannungen. Ja. Und diese Anspannung habe ich jetzt beseitigt, weil wir haben herausgefunden, dass es Rezeptoren in der Knochenhaut gibt. Ja. Wir behandeln also am Knochen, ja, nicht am Muskel, nicht an den Sehnen. Du gehst dann bis auf den Knochen. Ja, obwohl es erstmal nicht so aussieht. Weil wenn ich hier bin, denkt man auch, naja, der ist an den Muskeln, der ist am anderen Gewebe. Aber mein Plan ist immer, durch die Gewebe hindurch den Druck auf den Knochen auszuüben, mhm, weil da sitzen die von uns so getauften Alarmschmerzrezeptoren. Genau, da habe ich gerade eine Frage. Es hat teilweise nämlich ganz gut wehgetan. Ja? Haben jetzt die Muskulatur wehgetan oder die Knochen? Die Knochen. Die Knochen haben wehgetan. Deswegen ging das auch so tief rein. Du hast ja auch gesagt, da könnte emotional was hochkommen. Ja, ja. Weil ich habe mich, es war nicht der alleinige Schmerz, aber ich hatte so das Gefühl, bei mir verändert sich auf einmal was. Ja. Ich habe ein Reset hergestellt. Mhm. Das kennen viele vom Computer. Wenn ein Computer nicht mehr geht, dauernd abstürzt, macht man den mal aus und wieder an oder andere technische Geräte und dann funktionieren die meistens wieder. Mhm. So einen genetischen Grundreset habe ich bei dir für den Bereich Nacken und Kopf jetzt hergestellt. Ja. Ja, aber das ist längst nicht alles, was passieren muss. Weil es wäre ja schön, einmal drücken, alles weg, was sich 10, 20 Jahre lang aufgebaut hat. Mhm. Die zweite Ebene, auf der die Ursache sich dann widerspiegelt, die im Gehirn die Grundursache darstellt, sind die Faszien. Ja. Und die Faszien kann man sich vorstellen wie dreidimensionale Spinnennetze, wo permanent kleine Spinnentierchen rumspinnen, neue Fäden dazu, Fäden weg, Verzweigungen verstärken und so weiter. Und diese Spinnentierchen machen immer das, was in den Gehirnprogrammen sozusagen durch die tägliche Bewegung sich niederlegt. Mhm. Und deswegen sind deine Faszien ringsherum in einen anderen Zustand gekommen. Ach so, ja. Und das ist der Zustand, der dann letztendlich auch diese Verhärtung überall macht. Ja, also quasi das Spinnennetz ist nicht so, wie es
ursprünglich gedacht habe, so es verschiebt sich oder... Nee, es verfilzt, viel schlimmer, es verfilzt. Oh, okay. Gesunde Spinnennetz, gesunde Faszien haben eine Scherengitterstruktur. Darmstrumpfhosen. Ja. Die kann man ziehen ohne Ende, ja, und dann gehen die wieder zusammen. Die sind ganz flexibel und so soll eine gesunde Faszie sein. Ja. Die Faszien, die mit schlechten Gehirnprogrammen sich anders ausbilden, die sind verfilzt. Die geben nicht mehr nach. Die werden immer fester. Ja. Das ist das, was die älteren Menschen denken, es hätte was mit dem Alterungsprozess zu tun, mhm, was ein völliges Missverständnis ist. Ja. Das ist nur ein länger währendes Fehltrainieren der Faszien, dass sie verfilzen. Auch 90-Jährige, auch 100-Jährige könnten ein völlig flexibles Fasziennetz haben, ja, wenn sie die Bewegung gut üben, die man üben muss. Ja. Ja, und das sind jetzt nicht spazieren gehen oder Schritte zählen, ja, 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 sondern ganz bestimmte Dehnungen machen, ganz bestimmte Gelenkeinstellungen herstellen. Und da hätte auch ein 100-Jähriger, wenn er sich dazu noch gesund ernährt, ja, völlig gesunde Faszien, voll flexibel und hätte, ja, keine Probleme. Also es ist nicht so, wenn man jetzt sagt, ich bin so verspannt und so, das sind die Muskeln, sondern das sind meistens die Faszien. Ja, wobei man jetzt sagen muss, ja, Muskeln und Faszien kann man nicht trennen. Die hängen ja so quasi, ja, da drauf. Weil die Fasern, die Muskelfasern, ja, sind umgeben von einer kleinen Faszie. Faserbündel sind umgeben von einer Faszie. Der ganze Muskel ist umgeben von einer Faszie. Das, ja, ist ein Funktionsgebilde. Ist das, als ich noch Fleisch damals gegessen habe, ist das diese das weiße Netz? Ja, das, genau. Das sind die Faszien. Was man da immer rausschneidet. Ach so, okay, okay, jetzt verstehe ich. Also es liegt also unter den Muskeln, über den Muskeln. Zwischendrin, okay, überall. Ja. Ja, jede kleine Faser, jede kleine Muskelfaser ist umhüllt von einer Faszie. Ach, und dann laufen die Faszien durch den Muskel hindurch und am Ende des Muskels gibt es die Sehne. Mhm. Und die Sehne ist dann Faszie und die wächst am Knochen an. Ja. Übrigens, der Knochen ist auch Faszie, aber feste Faszie. Okay. Das nur so nebenbei. Ja. Ja? So ist das Funktionsgebilde und wir gehen auf den Knochen, weil da diese Rezeptoren sitzen, am Knochen. Ja. Ja? Und die wirken bis ins Gehirn. Eine Massage und Triggerpunkte und andere osteopathische Verfahren, die wirken irgendwo auf Rückenmarksebene. Ja. Aber nicht bis ins Gehirn rein. Und deswegen hast du auch selbst gesagt, sowas hast du nicht erlebt, war gruselig. Ja, ja. Und der gruselig versteht er übrigens nichts Negatives, sondern dass er seinen Kopf plötzlich nicht mehr so richtig ansteuern kann, weil er seit 30 Jahren oder seit 20 Jahren nicht mehr gewohnt ist. Ja, ja, genau. Und das ist jetzt neu. Das ist komplett neu. Ja, ja, beweg nochmal, fühl mal rein, erzähl dir wie das ist. Ja, es ist ganz anders. Es ist merkwürdig, ja. Also als hätte man mir so eine Halskrause weggenommen und da muss man jetzt erstmal lernen, wieder mit umzugehen. Ja. Er hat die Beweglichkeit, die er nicht mehr hatte, hat er jetzt wieder. Ja, genau. Aber die bleibt nicht. Deswegen musst du jetzt die Übungen machen. Genau, da hast du mir ein paar mitgegeben. So schöne, kann ich hier nochmal einfällen, mache ich mal ein Foto von. So schöne farbige Ausdrucke, was ich für Übungen mache, so ganz einfache Sachen erstmal nur. Und wir haben sogar Videos davon. Genau, richtig. Das verlinke ich natürlich auch alles in der Infobox. Und ihr habt ein neues Buch gerade draußen, was auch auf dieser Sache basiert, eine Faszienrollmassage. Faszienrollmassage. Genau. Da kommt noch ein anderer Einfluss dazu. Mhm. Stell dir vor, dreidimensionales Spinnennetz. Ja. Die Faszien. Ja. Überall zwischendrin Zellen. Diese Zellen müssen versorgt werden. Ja. In dem Moment, wo ein Mensch sich immer weniger bewegt, ist die Flüssigkeit, die da drin sich befindet, man nennt es Interstitium oder Matrix oder Zwischenzellflüssigkeit, ja, da lagern sich immer mehr Abfallstoffe ab. Genau. Und in dem Moment, wo man jetzt mit einer Rolle da drüber wälzt, wie ein Kuchenblech, ja, wo man den Teig flach macht, ja, genau, ja, in dem Moment verschieben sich diese ganzen Flüssigkeitsteilchen oder diese Teilchen in der Flüssigkeit. Also Abfallstoffe werden dann praktisch wegbefördert und neue Nährstoffe kommen ran. Und jetzt gibt es noch was. Neben den Spinnentierchen gibt es jetzt, die heißen Myofibroblasten. Das hört sich erstmal kompliziert an, aber eigentlich sind es nur Zellen wie Muskelzellen. Ja. Also auch eine Faszie, Muskelzellen. Die meisten wissen das gar nicht. Ach so. Meines Wissens wird das heute noch nicht im Medizinstudium gelernt. Ja, ja, ja. Weil das ist modernste Faszienforschung. Und diese kontraktilen Zellen ziehen sich auch nochmal zusammen, wenn die Zwischenzellflüssigkeit übersäuert ist. Wenn du dich jetzt vegan ernährst, gesund ernährst, wenn du das auswalzt, dass sich das verteilen kann, mhm, und die Flüssigkeit wieder mehr basisch ist, ja, wie das bei veganer Ernährung passiert, ja, klar, ja, ja, dann entspannen sich diese kleinen Myofibroblasten und die Faszie wird wieder flexibler. Das wäre dann auch eine Erklärung dafür, dass meine Schmerzen quasi zurückgegangen sind, als ich angefangen habe, mich vegan zu ernähren, weil es einfach die Flüssigkeit basischer geworden ist. Exakt. Ah gut, super, ja.
Und muss man dann jetzt 10.000 Mal so eine Behandlung machen? Weil ich bin jetzt zum Beispiel als Beispiel, ich bin seit Jahren, bin ich auch sehr zufrieden mit, bei einer Osteopathin, einmal im Monat, zahle das auch selber, ja, und bin halt 12 Mal im Jahr da und habe damit jetzt schon eigentlich abgeschlossen, dass ich bis zu meinem Lebensende dahin gehen muss. Ist bei euch nicht so. Nein, die Antwort auf diese Frage ist doch klar. Weil kann es genetisch geplant sein, dass man einmal im Monat, einmal pro Woche irgendwo hin muss? Nein, natürlich nicht. Ja. Das kann der Körper selber schaffen. Also wie müssen wir es hinbekommen? Wir müssen es so hinbekommen, dass dein Körper wieder normal funktioniert. Ja. Deswegen musst du Übungen machen. Ja. Also bei uns wird man 1 bis 3, maximal 4 Mal behandelt. Mhm. Und schon ab der ersten Behandlung bekommst du Übungen, weil wir wollen dir beibringen, dir selber fortlaufend und auf Zukunft zu helfen. Ja. Ich will dich wegen deiner Nackenschmerzen maximal 3 Mal behandeln, dann will ich dich gar nicht mehr sehen, weil genug andere stehen Schlange, denen ich auch helfen muss. Ja? Ja, und dann kannst du mit deinen Übungen dich selber immer mehr in diesen Zustand versetzen und so ist die Biologie gedacht. Ja, genau. Weil, ich hatte anfangs darüber gesprochen, dass man sich vollständig bewegen muss und was deinen Hals-Nacken angeht, bewegst du dich mit deinen Übungen statt 5%, statt 10%, 80-90%. Ja, klar, weil das ist halt wirklich das, was bei mir auch am meisten vernachlässigt ist. Das ist ganz klar, selbst wenn ich mal ein bisschen Sport mache, hierfür kann ich in dem Sinne, ja, wenn ich nicht eine gezielte Übung habe, ja nichts machen. Ich komme da ja in dem Sinne nicht ran. Ja. Ganz genau. Ja. Und deswegen haben wir auch diese Übungen. Es gibt 27 sogenannte Engpassdehnungen für den ganzen Körper. Und da kann man sich von Migräne bis Fersensporn dauerhaft schmerzfrei halten. Ah, ja. Und das ist unser Ziel. Möglichst wenig behandeln, Eigenverantwortung des Patienten herstellen. Ja. Wir bieten dann auch so Gruppen an, wo man das in der Gruppe lernen kann, sich immer wieder korrigieren lassen kann. Mhm. Weil das Wichtigste ist, dass die Menschen am besten schon in der Schule, eigentlich sollte jedes Schulkind ab der ersten Klasse lernen, solche Bewegungen durchzuführen, dann würden Schmerzen nie kommen, Gelenkverschleiß nie kommen. Ja, ja, und ihr habt auch relativ viele Erfolge, wirklich auch so bei Arthrose und solchen Geschichten, hattest du erzählt, ja? Es ist für viele, die uns noch nicht kennengelernt haben, aus eigener Erfahrung, klingt es, als könnte es gar nicht wahr sein, aber wir haben viele Menschen, die haben Arthrose, 2., 3., ja sogar 4. Grades, die behandeln wir 1-2 Mal, da ist der Schmerz weg. Der Wahnsinn. Die Arthrose ist zwar noch drin, ja, klar. Aber vielleicht kann der Knorpel sich dann wieder aufbauen. Viele Mediziner bestreiten das, weil sie es nie beobachten. Nee, klar, Wir haben es aber schon beobachtet, wenn man sich dann vegan ernährt, wenn man gute Bewegungen macht, hat der Körper alle Chancen, sich wieder aufzubauen, so wie er eigentlich genetisch gedacht ist. Ja. Nur wir müssen ihm die Möglichkeiten geben. Ja. Und man muss ja auch nicht direkt zu euch kommen, sondern ihr bildet ja auch Therapeuten aus, die sowas machen. Ja. Wie findet man denn solche Therapeuten? Bei uns im Internet. Ja? Bei uns im Internet, auf Therapeutensuche gehen. Ja. Und wir haben in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz knapp 2000 Partner, mit denen wir fest zusammenarbeiten. Da genau kann ich ja auch mal einen Link reinmachen, dass man da direkt hinkommt. Klar, ja, 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 klar, ja. Klar. Also ich wage zu behaupten, es muss inzwischen keiner mehr als vielleicht maximal 30, 35 Kilometer fahren. Es gibt auch Gebiete, wo viele in einer Stadt schon sind. Ja. Ja, also das Netz wird immer größer, weil die Therapie so gut funktioniert. Ja. Immer mehr und wer bietet dann sowas an? Sind das dann Physiotherapeuten oder sind das dann Heilpraktiker? Das sind Ärzte, ja. Das sind Physiotherapeuten, das sind Heilpraktiker. Oft sind es Ärzte oder Physios mit osteopathischer Erfahrung. Chiropraktiker machen es oft, ja. Ja, weil das kann man super gut kombinieren mit allen guten anderen Verfahren. Ja. Super. Was muss man denn so ausgeben für so eine Behandlung? Weißt du, das muss jeder selber. Das ist unterschiedlich. Also weil wir so eine große Wirkung haben, empfehlen wir eigentlich nicht unter 90 Euro zu gehen. Weil das es geht ist, aber noch. Ja, also ich bezahle jetzt bei meiner Osteopathin 65 pro Behandlung. Ja. Und wie schon gesagt, ich bin da 12 Mal im Jahr. Wir sagen halt immer, dass der Preis auch was mit der Wirkung zu tun hat. Wenn man sich überlegt, 10 Stoßwellen kosten teilweise über 1000 Euro. Das habe ich mal gemacht beim Orthopäden, das hat überhaupt nichts. Eben, ja, also wir wollen das nicht zu sehr uns damit aufhalten. Nee, ich meine, das ist nur meine persönliche Erfahrung. Es werden viele Sachen werden gemacht, die halt teures Geld kosten und überhaupt nichts bringen. Ja. Und wir haben viele Kassenpatienten, obwohl wir eigentlich eine Privatpraxis das anbieten, wir haben viele Kassenpatienten, die zahlen gerne auch 120, 150 Euro dafür, dass sie wissen, okay, 2-3 Mal behandeln, das Problem ist im Griff. Klar. Und man hat dann die Möglichkeiten, sich selbst dauerhaft schmerzfrei zu halten, bis ans Lebensende, wenn man seine Übungen macht. Klar.
Das ist halt auch so, Schmerzen sind halt wirklich das, wofür die meisten Leute der Anfang kommt, auch was zu verändern, auch mit der Ernährung. Ja? Also wenn die Diagnose Krebs jetzt zum Beispiel da wäre, machen viele noch nichts, aber wenn dann die Schmerzen kommen, spätestens da fängt man an, irgendwie zu recherchieren, ob man nicht noch selber irgendwas machen kann. Also haben wir auch ganz viele Leute gehabt, die Feedback gegeben, dass sie uns gefunden haben, weil es ihnen halt auch so schlecht geht. Ja? Vor allen Dingen muss ich eins überlegen, also wer fährt auf der Autobahn, sieht die Ölkontrollleuchte angehen und klebt ein Pflaster drüber oder haut sie mit dem Hammer kaputt. Ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Und das macht man mit den Schmerzen. Klar. Ja, man spritzt und gibt Medikamente. Im schlimmsten Fall wird operiert, wo eigentlich gar kein Grund dafür besteht, ja, operiert zu werden. Du hast vorhin auch noch zu Alexandra gesagt, während meiner Behandlung, dass ihr das auch oft einsetzen könnt bei Bandscheibenvorfällen, ne? Dass dann gar nicht operiert werden muss. Also nahezu 100% der Bandscheibenvorfälle haben mit dem Schmerz nichts zu tun, ja, haben mit den Lähmungserscheinungen nichts zu tun. Das sind Ausnahmen, ganz wenige Ausnahmen, ja, vielleicht maximal 5%. Ja. Und der ganze Rest hat was zu tun mit diesen zu hohen Spannungen. Durch diese zu hohen Spannungen gehen die Bandscheiben überhaupt erst kaputt. Und wenn sie kaputt sind, ist es eine Begleiterscheinung des Schmerzes, ja, und nicht die Ursache davon. Das beweisen wir an tausenden Fällen seit fast 30 Jahren immer, ja, wieder. Weil die Schmerzen kann man wegnehmen, die Spannung geht runter und dann schaltet der Körper die Alarmschmerzen runter und die Bandscheibe wird auf jeden Fall nicht weiter belästigt, kann sich im Extremfall sogar auch wieder aufbauen, wobei wenn der Ring geplatzt ist, ist es schwierig, ja, aber wenn die nur ein bisschen ausgebeult ist, in dem Moment, wo diese Dauerlast von der Bandscheibe runter ist, wie auch der Knorpel im Gelenk, ja, ist da wieder vieles möglich, was viele überhaupt nicht für möglich halten. Das ist doch klasse. Möchtest du zum Abschluss noch irgendwas erzählen, was ich noch nicht angesprochen habe oder was ich gefragt habe? Ja, vielleicht ein Beispiel ganz kurz. Wir sind eine Sitzgesellschaft. Ja. Ja? Ja. Und hallo. Es gibt ja... Hallo. Ich bin der Vorsitzende. Nein, und es ist einfach, es ist ganz einfach zu verstehen, weil das größte Problem der Schmerzen, die Bevölkerung in vielen Ländern der Erde haben, ja, ja, die durch Sitzen zustande kommen, sind ganz einfach zu verstehen. Wenn wir dauernd sitzen, wird vorne alles kürzer. Ja, das stimmt. Ja, Bauchmuskeln verkürzt. Alles verkürzt. Ja, ja, ja. Oder eigentlich der Hüftbeuger verkürzt. Ja. Dann stelle ich mich hin, dann zieht es mich nach vorne. Was zieht mich nach hinten? Die Rückenstrecke. Und da wird aufgerüstet. Immer mehr Spannung nach vorne, Ausgleich nach hinten, höher, 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 höher. Und in diesem zwischen diesen beiden Spannungen, die sich da erhöhen, sitzt die arme Bandscheibe, wird immer mehr belastet, geht im Extremfall kaputt. Mhm. Aber der Schmerz hat mit diesem Geschehen nichts zu tun. Der Schmerz ist ein Alarmschmerz, der vom Körper geschaltet wird, um zu sagen, du mach mal was anders, ja, weil wenn du das so machst, schädigst du dich. Und wenn man den Grund dafür abstellt, nämlich diese Spannungen, die überhand nehmen, dann geht der Schmerz auch zurück, ja, und die Bandscheibe wird entlastet. Ja. Ja? Genau, mir fällt noch eine Frage ein, und zwar, das ist, glaube ich, die interessanteste. Du kommst ja jetzt nicht von der Physiotherapie selbst, ja, sondern du kommst aus einem ganz anderen Gebiet. Wie bist du denn überhaupt drauf gekommen, sowas zu entwickeln? Ich habe Maschinenbau studiert und habe dann eine Ärztin geheiratet, aber immer ein paar Parallelleben gehabt. Ja, und das war Kampfkunst. Mhm. Also kein Kampfsport, ne? So, nur so ein bisschen, sondern Kampfkunst. Da geht es ja richtig um, jemanden richtig weh zu tun, unter Umständen, wenn man sich verteidigen müsste. Man lernt sehr detailliert sich anzusteuern, das ist das Wichtige dabei. Ja. Ja? Und diese Kombination, mein technisches Wissen und technische Problemlösung, Ursachenforschung, wo kommt was her, wie kann ich systematisch ein Problem dann dauerhaft lösen, das floss ein und Bewegungserfahrung aus 45 Jahren Kampfkunst. Weil wenn man spürt, was im Körper vor sich geht, kann man nachvollziehen, wie es dem Patienten geht. Mhm. Wenn man das nicht für sich selber spürt, kann man sich auch schlecht in den Patienten reinversetzen. Ja. Und das zusammen mit der Kombination einer Medizinerin, die sich auf Ernährungsmedizin spezialisiert hat, das gab die Mischung, das zu entwickeln, was wir da heute machen. Wir haben ja die letzten 7 Jahre fast 5000 Ärzte und Physiotherapeuten und Heilpraktiker ausgebildet. Mhm. Ja. Und das ist deswegen passiert, weil die gemerkt haben, die ganze herkömmliche Schmerztheorie ist eigentlich ein Irrtum. Und wir sind dabei, das aufzuklären. Gut, super. In der Videobeschreibung habe ich alle Bücher, alle DVDs für euch. Ihr habt ja schon einiges da an Material die letzten Jahre zusammengetragen. Ganz aktuell ist halt diese Faszienrollenmassage. Ihr habt auch DVDs mit den Übungen. Ja. Ja. Und ich verlinke auch nochmal diese Therapeutensuche. Also wenn ihr wirklich Schmerzen habt und es gibt viele Leute, die wirklich verzweifelt sind, dann schaut doch mal hier unten rein und vielleicht findet ihr auch einen Therapeuten in der Nähe. Und ein ganz wichtiger Tipp, ja, bitte zum Abschluss. Ja?
bevor ihr euch operieren lasst, bitte immer erst unsere Therapie probieren. Ja. Weil in den meisten Fällen, ich kann wirklich sagen, obwohl es vielleicht erstmal so unglaublich klingt, in den meisten Fällen kann man eine Operation vermeiden und nicht nur vermeiden, sondern es ist viel besser, keine zu machen, weil wenn sich erstmal was geändert hat, ist der Körper verändert. Man kann das immer noch tun, wenn sich rausstellt, man kann es ohne Operation nicht lösen. Ja, genau. Da wir die meisten Fälle aber lösen ohne Operation, ist es auf jeden Fall wichtig, das vielleicht zu beachten, als guten Tipp zum Abschluss. Genau, super. Das sage ich auch unseren Leuten, die uns kontaktieren mit chronischen Problemen oder wo irgendwas Größeres ansteht, dass man sagt, nimm dir doch nochmal die Zeit, 2 Wochen oder einen Monat, einfach mal was zu versuchen, die Ernährung umzustellen. Vielleicht geht es dir ja doch besser. Und wenn das nicht funktioniert, kann man ja immer noch den klassischen Weg gehen. Die Kombination zwischen unserer Therapie, den Bewegungsübungen, diesen Engpassdehnungen und der veganen Ernährung ist das Beste überhaupt. Weil dann von beiden Seiten gearbeitet wird. Super. Die Ernährung schaltet insgesamt die Spannung runter. Die Engpassdehnungen sorgen dafür, dass die Bereiche, wo das Problem hängt, entspannt werden. Und dann funktioniert der Körper wieder, wie er eigentlich genetisch gedacht ist. Super. Dann vielen Dank für das Interview und die Behandlung. Gerne, gerne. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Und ich werde weiterhin berichten. Ich schreibe auch mal hin und wieder in den Kommentaren, wie es mir denn so geht. Ob denn jetzt alles weg ist oder ob ich dann noch öfters mal her muss. Bis dann. Ja. Tschüss. Tschüss. Also ich bin Petra Bracht. Ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und Naturheilverfahren und arbeite mit Ernährungsmedizin seitdem ich eigentlich niedergelassen bin. Und das ist jetzt seit 31 Jahren schon der Fall. Ich bin hier in Bad Homburg, habe eine eigene Praxis, allerdings Privatarztpraxis, und hatte 14 Jahre lang auch eine ganz große Allgemeinarztpraxis, allerdings in Frankfurt, und habe meine